Herzlich willkommen zum nächsten Video. In diesem Video lernst du die Rechenregeln für Logarithmen kennen und diese anhand von Beispielen anzuwenden. Das heißt, wie kann man Logarithmen zerlegen in einfachere Bausteine? So, die erste Regel ist, wie man hier sieht, aus mal wird plus. So kann man sich das leicht merken mit diesen Aussagen auf der rechten Seite hier. Die zweite Regel ist, aus durch wird minus. Und die letzte Regel ist, aus hoch r wird mal r. Gut. Die Regeln werden wir im letzten Video noch begründen, das heißt aus etwas Gegebenen herleiten, und wenn du dir ein bisschen Gedanken machst, sie sind so ähnlich wie beim Rechnen mit Exponenten. Aus mal wird plus, aus dividiert wird minus und aus hoch r wird mal r. Das ist auch in einer gewissen Weise bei den Exponentialrechnungen gleich. Aber das im letzten Video. Schauen wir mal, wie wir den Logarithmus hier zerlegen können im Beispiel a. Zuerst versuchen wir den Bruch hier wegzubekommen. Das heißt, wir verwenden die zweite Regel und schreiben ln von Zähler minus ln vom Nenner. So, weiters verwenden wir Regel 2, um die Multiplikation als Plus aufzuschreiben von jedem dieser Terme. So, ln von 5 plus ln von x². So, weiters zerlegen wir den Term auch mit Plus. Aber das Minus hier müssen wir uns merken. Das heißt, damit wir hier keine Fehler machen, mache ich hier eine Klammer, okay? Das heißt, wir haben ln von y plus ln von z. So, jetzt löse ich die Klammer auf und verwende gleichzeitig die dritte Regel für diesen Term hier, dass ich die Hochzahl vor dem Logarithmus schreiben kann. Okay, ich schreibe hier weiter. Das wäre der ln von 5, hier verändert sich nichts mehr. Plus, jetzt kann ich die Hochzahl hoch 2 vorholen, 2 mal ln von x minus ln von y minus, weil minus mal plus ergibt minus, ln von z. Und somit haben wir dieses zerlegt. Okay. Das Weitere können wir auch bei den nächsten Beispielen versuchen. B, C und D. Okay. Wir fangen wieder an, den Bruch wegzubekommen und Zähler minus Nenner zu rechnen. Das heißt, LG vom Zähler 42 mal x² minus 1, das Ganze noch hoch 10, minus den Logarithmus vom Nenner, LG von y hoch 5 plus 3. Okay, das war wieder Regel 2. Und jetzt verwenden wir wieder Regel 3, um den Zehner vor dem Logarithmus zu bringen. So, Regel 3 folgt dann 10 mal Logarithmus von, naja, das, was da steht. 42 mal x² minus 1 minus, und hier können wir nichts mehr machen. LG von y hoch 5 plus 3. So, weiter kann man das nicht zerlegen. So, denn C können wir auch auf die gleiche Art zerlegen. Wir verwenden wieder das erste Regel 2 und haben den ln vom Zähler e hoch 2 mal x hoch 2 plus a minus dem ln vom Nenner, y mal Wurzel aus z, und die Wurzel aus z schreibe ich jetzt als Exponent, also z hoch ein halbes, weil die Quadratwurzel kann man auch als Exponent mit einem Bruch ein halben schreiben. Okay, so, das zerlege ich jetzt weiter mit Hilfe von Regel 1, damit ich die Multiplikationen auseinanderziehen kann zu einem Plus. So, ich schreibe hier weiter, also ln von e hoch 2 plus ln von x hoch 2 minus ln von y minus ln von z hoch ein halbes. Und nun verwende ich die dritte Regel, um die Exponenten noch rauszubekommen. So, der ln von e hoch 2 ist gleich 2 mal der ln von e plus 2 mal ln von x minus ln von y, da kann ich nichts mehr machen, weil es ist hoch 1. Minus ein halbes, also den Exponenten vorziehen, mal ln von z. So, somit ist auch das dritte Beispiel gelöst. Du kannst noch selbst das letzte Beispiel lösen. Das Ergebnis ist dann folgendes. Wir sehen uns im nächsten Video über Logarithmusfunktionen.